Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Kultur eingekocht, Vereinsmeierbühne Stammtisch. So. Wir laden uns immer gerne Gäste ein aus Kunst und Kultur, auch heute wieder. Und wir sind natürlich wie immer im wunderbaren Gasthaus Meier in Regerwinkel. Und bei wem sonst als beim Promiwirt Roland Meier. Und Franz Alexander Langer, Pianist, Komponist, Schreiber, Musik, Sänger, ja, alles. Wie gesagt, unsere Gäste heute sind echte Draufgänger. Man könnte fast sagen Vorstadt Casanovas. Wir begrüßen herzlich den Gernot Ruschitzka und Heinz Jeras. Dankeschön vielmals für die Einladung an euch beide, an dich. Lieber Franz Alexander und Rolli, danke vielmals, gell? Ja, das ist ja dein. Gern zum Wohl, das. Wir fangen gleich mal an, da, wenn wir sagen, zum Wohl, zum Wohl. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt, Vorstadt Casanovas. Ich kannte nur den Begriff Schmalspur Casanova, aber womit hat das die Bewandtnis, dass es die Vorstadt Casanovas sind? Ich bin einmal mit meiner Frau über so die Felder marschiert da draußen. Wir haben gewohnt in Asperhofen. Das war der Wohnort von Georg Danzer bis zu seinem Tod 2007. Und bei dem Spaziergang habe ich so nachgedacht, was mache ich als nächstes Musikprogramm? 100.000 Mal ein Tribute to Muddy Waters oder Deep Purple oder so. Ich habe lange Zeit eigentlich nur Englisch gesungen und Rock auf und ab gespielt mit meinem diversen Bands, da ist der Groschen gefallen, weil es mir gesagt hat, du, mein Pferd steht jetzt neben der Witwe vom Georg Danzer. Und da habe ich gewusst, Georg Danzer, das wird mein neues Programm. Da habe ich eine Band zusammengesucht und dann ist es um den Namen gegangen. Und da haben wir eben gerade den Vorstadt Casanova geprobt. Und da habe ich gesagt, das passt, Vorstadt Casanovas. Weil Bandmitglieder eben auch in der Vorstadt wohnen, war das eine wunderbare Geschichte. Und dann haben wir die sauberen und die schmutzigen Lieder des Georg Danzers jahrelang gespielt, kommt wahnsinnig gut beim Publikum an und wenn es gewünscht ist, machen wir das nach wie vor. Bei Danzer ist mir selber aufgefallen, ich kannte auch nur das, was so radiotauglich produziert worden ist. Und wenn man dann einmal diesen wunderbaren, zum Beispiel den Strandbrunzer Tango hört, übrigens wirklich Empfehlung, runterladen und sich das anhören, ist ja an Komik nicht zu überbieten. Großartig. Ja. Und dann bin ich erst auch selber ein bisschen eingetaucht in was der eigentlich sonst noch gemacht hat und es sind ja wirklich Perlen dabei. Ja. Wundert mich nicht, dass das Programm so erfolgreich ist. Du hast in deiner Biografie noch die wunderbare Bezeichnung Musikarbeiter. Das ja. Finde ich sehr schön. Es ist ja, viele sagen ja zu Musikern, und was machen sie sonst noch beruflich? Was ist ihr Brotberuf? Es ist wirklich Arbeit. Viele glauben auch nicht, dass man studieren kann. Man kann. Und Musikarbeiter ist ja wirklich, also für mich ein unglaublich treffender Begriff. Ja, wir erarbeiten uns das Programm. Jeden Ton, also ich spiele zwar manchmal Gitarre, aber ich eigentlich halte mich daran fest, ich bin kein Gitarrist. Die drei Griffe erarbeite ich mir. Ich habe einen wunderbaren Gitarristen in der Band jetzt, den Andreas Langer, der wohnt auch Landau. Da in Wienerwald. Landau, habe ich jetzt lange. Der Langer ist ja, Franz ganz verwirrt. Alexander auch schon Langer. Nein, der Andi Landau, der ist ein Gitarrist. Ich spiele heute halt ein bisschen dazu. Und das ist Arbeit. Du musst die Texte lernen, du musst das teilweise umarrangieren, da ist der Heinz immer gefragt. Und so entsteht etwas durch Arbeit. Und ich finde, das Wort Arbeit ist kein negatives Wort, sondern du musst arbeiten, das was passiert. Das einfach tun. Ja. Heinz, zu dir auch nochmal ganz kurz. In deiner Biografie ist ja etwas drin, worum dich, glaube ich, jeder Musiker beneidet. Du bist hier auf Anraten nicht deines Professors, nicht von Freunden, nicht von der Familie, sondern auf Anraten von einem gewissen James Brown bei der Musik geblieben. Ja, das war lustig. Also ich war damals Student der Betriebswirtschaft und da habe ich halt so einen Ferienjob gehabt, ja, mit dem James Brown als Fahrer halt auf Europatour zu fahren.
und da bin ich natürlich von Konzert zu Konzert und jedes Mal, wenn diese Mörderband dann loslegt, da ist mir halt ein Achtel abgegangen, ungefähr, und habe mir gedacht, boah, das ist so super und ich hätte von mir Kassetten mitnehmen sollen, damals gab es noch Kassetten. Und dann hatte ich aber keine mit und das war eh besser so, weil irgendwann dann auf der Bühne ist so die Orgel gestanden, habe ich ein bisschen so Orgel gespielt und dann kommt der James Brown zufällig vorbei und sagt, oh, he can play, und hat mich dann in Ljubljana vor 7000 Leuten, ich noch damals Roter Engel gewohnt, die Mengen dort, vor 7000 Leuten bin ich so beim Bühnenmischpult gestanden und habe geshakt in meinem selbstgestrickten rosa Pulli, der bis zu den Oberschenkeln ging, und so Stretch Jeans mit so Streifen und Stiefeletten, ja, und die Bühne alle total in Uniformen und so elegant. Und der sagt, und der schaut dann so um und sagt, komm aus, sozusagen. It's in die, hat er noch gesagt, und dann habe ich dort am Fender Road spielen dürfen, ja. Also das war dieses Schlüsselerlebnis, wo ich dann nachher in die Garderobe weinen gegangen bin und habe gesagt, okay, also dieses WU-Studium ist jetzt Vergangenheit und jetzt mache ich weiter Musik. Und dann haben wir noch Vorgruppen gespielt bei ihm in der Kuali Oberla und so und haben die Espresso leider verdrängt, was mir bis heute eigentlich unangenehm ist, weil die ja wirklich eine leibende Popband waren. Aber ja, da haben Mr. Heinz and Friends gespielt, weil es der James Brown so wollte, ne? Also das war natürlich ein Schlüsselerlebnis und dann habe ich nicht mehr mich auf eine Werbeagenturkarriere vorbereiten können, sondern habe gesagt, okay, wenn es der Godfather sagt, wer soll es wissen außer ihm, ne? Das ist ein Ritterschlag, den das ist eigentlich ein, ja. Da musst. Also da muss ich, kriege jetzt noch die Gansel laut, wenn ich das erzähle. Das ist Olli, irre. Gut. Was tun wir heute? Wir kochen ja nebenbei, also und wir haben ja telefoniert, wir zwei, und du hast mir gesagt, bitte machen wir Wiener Küche. Warum? Sag mal, warum du die Wiener Küche unbedingt, mit was Zusammenhang hast du mit der Wiener Küche? Du wolltest unbedingt, dass man was Wernerisches kocht. Ja. Warum ist ganz einfach, die Vorstadt Casanovas sind die Band aus Wien. Okay. Heinz ist aus Floridsdorf. Sagen zwar viele, das ist nicht Wien, aber... Ja, also viele, aber Transdanubien halt, ne? Ja. Gehört das jetzt schon dazu? Oder? Schon. Ach, schon. Also ihr fahrt auch mit Wiener Kennzeichen nach Tirol. Das tut man. Gerne. Nein, ich nehme das Auto von meiner Frau, da ist ein PL drauf. Da kann ich sogar bis nach Krakau fahren, da glauben sie, ich bin einer von einer. Wurscht. Bei dem Namen fällt das auch nicht mehr auf. Bei WU war es noch Wuppertal, hat man das ja, sagen, ich bin aus Wuppertal, aber das ist in Deutschland. Gut, kochen deshalb, ja. Wien, weil wir machen einen Kaiserschmarrn. Ja. Aber wir machen ein bisschen einen mayerischen Kaiserschmarrn. Okay. Den gibt es sogar bei mir auf der Speisekarte, einen Marzipan-Mohn-Schmarrn. So, wir fangen mal an. Heinz, darf ich dich bitten, hinter dir ist der kleine Kühlschrank. Ja. Kannst du mir da bitte, da ist ein Milch, Eiweiß aufgeschlagen und Eier. Ja, das ist also ein kleiner Kühlschrank. Eier, genau, ja. Die habe ich schon aufgeschlagen. Also, die haben wir schon aufgeschlagen. Wir haben Milch ja da, aufgeschlagen. Wir haben ja da schon was auf Milch aufgeschlagen. Und was noch? Dem Wein, wir beschenken uns dann noch was ein. Und dann gehen das wir ist ein. Das ist ein Wein. Nein, das ist Eiklar. Das ist eigentlich klar. Ein paar Glöckchen sind auch da, aber die können wir nachher trinken. Ja, also das ist recht gut. Die haben wir dann auch drin. So, ich werde euch dann mal, wer will von euch, ich gebe mal dir so eine Rundschüssel. Ja. Dann du. Ihr macht uns das halt einfach. So. Du weißt aber schon, dass ich eigentlich, ich bin ein begnadeter Besteller, ja. Wie du weißt, von dir unten im Gasthaus, sehr und gut, Esser. Das weiß ich, ja, aber ja. Vom Kochen habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer. Das trainieren wir jetzt einfach. Ja. Das trainieren wir einfach. Ich gebe dir einen Schneebesen. Danke. Kannst du, du kriegst den kaputten. Deiner ist größer als meiner. Wie nein, das ist in der Mitte drin. Na, meiner das ist Arm, yes. Also, so, du Heinz, einfach, das sind die Eiweiße. Wir machen das so. Schnee schlagen. Ja, mit der Hand. Mit der Hand Schnee schlagen. Das mache ich immer normal mit der Maschine. Aber ja, bitte. Ja, das machen wir jetzt. Das kriegt der Tom mit Ton schon. Das wird aber laut. Soll ich da die Hand halten? Nein. Geht? Ich kann das einfach nur ein bisschen schlagen. Das Ding ist, wir schlagen das nämlich deshalb, weil Eiweiß ist Triebmittel. Man kann auch Backpulver eigentlich auch nehmen, aber wir machen das so, ohne Backpulver. Wir stricksen nicht, wir schlagen. Und dann habe ich einmal die Milch,
gebt ihr die Dotter rein und wir dann zu zweit schlagen, dazu gemeinsam schlagen, der dir einmal sagen. So, die Dotter. Rezept werden wir dann wieder unten verlinken. Das ist ja schon Kunst. Wenn du da reinschaust, schaut er das schon. Schaut super aus. Okay, das ist die Kunst des Ruschitzkers. Ja. So, fang jetzt an. Attraktionskunst. Attraktionskunst. Und wir werden und schön Zutaten, die werde ich dann rühren lassen. Franz, gib mir doch mal bitte den Marzipan-Sirup her. Ah, das ist Marzipan-Sirup? Marzipan ist ein Mandel. Das ist ein Mandel. Und das ist ein Mandelsirup. Somit geben wir das da einfach rein. So. Und du kannst schon rühren. Verrühren wir das auch. Okay. Ja, rührt's einmal. Und jetzt hätte ich eine Frage. Und zwar. Wie lange dauert die Sendung? Ja, lang. Ach so lange so lang wir brauchen. Nein, ich bin eigentlich ein Linker. Da hat es ja was. Der Glaserer von Burgersdorf. Ja, ey. Wer hat das zu dir gesagt und warum ist das so? Ich habe das einmal so gehört. Böse Zungen haben behauptet. Also ich habe ja irgendwie auch einen sehr bürgerlichen, anständigen Beruf gelernt. Ja. Also mit der Musik habe ich schon 1973 begonnen und nachdem ich sämtliche Schulen in meiner Geburtsstadt Kremstein durchgegangen bin, habe ich gedacht, jetzt musst du was Gescheites machen. Matura geht sich nicht aus, also Arzt oder Apotheker oder irgend sowas, wo du halt eine Matura brauchst, kann ich nicht werden. Was ist das Nächste? Augenoptiker. Okay. Bei dem brauchst du immer. Irgendwann kommt da jeder. Okay. Also bin ich Optiker geworden. Also du warst der Optiker von Burgersdorf. Ja. Und manche haben dann gesagt, man sucht halt immer so Verniedlichungsworte, Formen, haben dann gesagt, der Glaserer ist auch schon wieder da und so weiter. Das ging ab 1983, habe ich das Geschäft gekauft und bis 2000, also 17 Jahre lang, habe ich mein Geschäft gehabt. Da war ich ein Jahr alt. Bist du narrisch. Trotzdem hast du keine Haare mehr. Nein, bist du irgendwie ich habe auch keine Haare. Ja, genau. Wir geben da jetzt, wir haben jetzt das Mehl dazugeben. Dinkelmehl. Hat wer eine dritte Hand für mich? Ja. Für was? Naja, die fällt mir schon. Passt schon, du kannst schon. Ich kann schon aufhören, ja, du kannst schon aufhören. Der Heinz? Normal kommt dann immer in der Kochsendung da sagt er, und da habe ich schon einen Schnee vorbereitet. Ja. Wo ist der? Im Küchen. Muss ich das jetzt wirklich schlagen? Ja, du einfach. Das wird ja nie erschienen. Wir haben schon was, das mache ich dann schon. Wir können aber, kannst du aber aufhören, ich mache dann weiter. Ich habe wirklich was vorbereitet. Ach so, jetzt. Ja, das soll noch ein Akkordeon spielen. Ich gebe dir eine Pause. Okay, ich kann weiter schlagen. Ja, da kann ich weiter schlagen. Das machen wir so. Das lassen wir. Und, ja, oder genau, wie? Das lassen wir mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gib mir mal den Mohn her. Du kannst gerne den Mohn da reingeben. Du kannst reichen ihm den Mohn. Und? Ja. Wir schlagen mal zuerst das Ei. Dann haben wir das Mehl reingeben. Dann den Mohn, Marzipan. Ganz wichtig, da scheppert es in einer durch. Und mischen, zum Schluss, du mischst. Cool. Wir haben da Zitronen- und Orangenzesten. Und wenn es dann nicht mehr so laut ist und wir dann das braten, reden wir mehr oder weniger weiter. Das duftet hervorragend. Genau. Und dann gibt es ja noch was. Du bist ja mit dem Radl gefahren. Ja, du bist mit dem Radl gefahren, du bist ein Radlfahrer. Aber wie kommt man auf die Idee, mit einem Freund von uns allen und mit seiner Frau von Pressborn nach Bad Gäusern mit dem Mountainbike und das nur im Wald zu fahren? Erzähl uns da mal ein paar Geschichten. Was habt ihr dort erlebt? Das reicht schon, Franz, glaube ich. Das wird schon. Ja, super. Perfekt. No. Das ist herrlich. Jetzt haben wir sehr schön. Also soll die Geschichte erzählen? Ja. Also ich bin Radlfahrer seit ewig. Kindheit an und habe dann angefangen, 1973 oder 1974 habe ich meine erste
UCI, das ist die Union Cyclist Agency oder so, ich habe die Lizenz vom österreichischen Radsportverband bekommen, um Rennen fahren zu dürfen, damals nur in den unteren Klassen, Jugend und so weiter. Später in Hobby 1, haben die Elitefahrer immer zu dir gesagt, die nichts drauf haben, also ich. Und habe mich dann verlegt auf längere Distanzen, also so in Anschlag durch Österreich durch, insgesamt ca. 1000 Kilometer. Und meine Freunde, die Marina und der Wilfried, die haben das gewusst, ne? Der Ruschitzka, der narische Radlfahrer und so weiter. Naja, kennt man nicht einmal miteinander was machen. Ich muss ganz kurz da einhaken, damit auch die Leute, die jetzt nicht ortskundig und personenkundig sind, natürlich geht es hier um den Wilfried Scholz von Heidelbeeren und Zivul genau. Und seine liebe Frau, die Marina, die sich ja damals bei der ERV quasi kennengelernt haben. So. Richtig, ja. Entschuldigung, das habe ich jetzt verabsäumt. Jedenfalls sind wir dann zusammengesessen und da haben wir beschlossen, es gibt ja diesen europäischen Weitwanderweg, den 404er. Der geht da vorbei, bis, was weiß ich, wohin. Haben wir gesagt, wir fahren heim zum Wilfried mit dem Radler. Jeder hat ein wunderbares Mountainbike gehabt, von Maronet damals noch. Das war so aus Ranshofner Aluminium. Da hast du mit dem Panzer drüber fahren können, das Radl ist nicht kaputt gegangen. Sind wir aufgebrochen von da, von daheim von Wilfried und Marina. Und ich war der, quasi der Scout. Ja. Und es ist eh ganz einfach, da sind überall die Wegweiser und so. Und da fährt man dahin, bis man in Bad Gäusern ist. Die Einzelheiten dieses ganzen Abenteuers über 3 Tage oder 4 Tage, ich weiß nicht mehr so genau, sind wir gefahren, es sind so über 400 Kilometer. Also man kann sagen, so pro Tag rund 100 Kilometer. Es war sehr lustig für mich. Für mich, Friedl. Für den Friedl und die Marina weniger, weil es gab dann schon manchmal Diskussionen, entweder links oder rechts. Und wenn du auf die Landkarten geschaut hast, habe ich gesehen, aha, wenn man rechts, das wird dann ein Steig, ist mit dem Radl ein bisschen deppert, selbst mit einem Mountainbike über den Steig. Ein Steig ist ein Steig, ein Weg ist ein Weg, eine Straße ist eine Straße. Na, wir nehmen den rechten Weg. Und dann standen wir einmal vor einer Felswand. Da waren so Eisenklampfen eingeschlagen und da hast du aufgeschaut und da oben ist dann irgendwo ausgewiesen und weitergegangen. Umdraht wird nicht. Wir sind da, wir machen das. Haben wir die Radeln da aufgetragen. Ich bin dann immer wieder zurück, weil Hilfe angeboten wurde, liebend gern angenommen. Egal, wir haben es geschafft. Der Abend war immer sehr schön. In einem schönen Gasthaus gesessen, so wie bei dir da. Ja. Ordentlich gegessen, ein bisschen was trunken, nur wenig Alkohol natürlich. Bis nach Bad Gäusern. War ein herrliches Erlebnis. Und jetzt gebe ich das Ganze über. Bad Gäusern, schönes Schlag. Ich werde jetzt das Zepter an dem Franz geben. Und zwar an euch zwei. Und da gibt es ja einiges zu bereden, wenn wir das Album da, vielleicht wenn wir es kurz noch in die Kamera halten, wenn wir das Album da in der Hand halten. Und ich werde da ein bisschen weitermachen. So, das letzte Album, das der liebe Wilfried gemacht hat. Und er ist ja vorher auch musikalisch nicht nur immer solo unterwegs gewesen, sondern natürlich auch mit einer wunderbaren A-Cappella-Formation. Die Vierksang hieß. Und da warst du ja auch noch Teil der Besetzung. Genau. Ich war in der Urbesetzung dabei und bis zum Schluss eigentlich. Da war ich noch gar kein Sänger damals. Da habe ich eigentlich nur mehr Keyboard gespielt. Und irgendwann fragt mich der Wilfried, wärst du interessiert? Also Background-Chor habe ich natürlich schon gesungen, ja, aber sonst eigentlich nicht. Und dann hat er gefragt, wärst du interessiert, so einen Viergesang zu machen? Viergesang, ja. Mir nichts vorstellen können, darunter außer, dass ich es halt aus dem Salzkammer gut kenne als so urige Gesangsformationen. Ne? Und ja, na, wir haben nämlich da zwei andere, so Grazer sind dabei, der Klaus Kofler und der Eik Breit, und wir fahren jetzt auf eine Alm in einem Monat und da schauen wir mal, ob wir uns vertragen. Willst mitfahren? Ja, fahre ich halt mit. Und daraus wurde dann ein 15-jähriges Projekt, ne, wo wir, ich weiß nicht, wie viele tausend Auftritte gespielt haben.
in ganz Europa, bis es dann halt langsam zu Ende ging. Aber das war wirklich eine sehr lehrreiche Zeit, ja, schon. Da zur Verbindung mit der ERV, du hast da zwei Namen genannt, da hat er bei der ERV auch mitgemacht, mitgespielt, wie der Wilfried. Der Wilfried, ja genau, nein, eben der Eick war eben der zweite ELAV. Nino Holm war nicht dabei? Nino Holm der kam dann für den Eick, der hat dann irgendwie aufgehört nach 7, 8 Jahren oder so ähnlich, genau. Mhm. Da kam dann der nächste ERVler dazu. Ja. Gibt es irgendwann einmal, gut, das frage ich nachher, weil ich möchte jetzt was anderes herzeigen, wir sind da so gut in der Dings, da gibt es etwas, wir sind ja auch schon mal in der Bühne, da ist meine Kamera, ich muss schauen, dass das, ja, da passt das, ist das Spiel, jawohl, da gibt es ein Bild, na, da ist der Wilfried, du und ich drauf. Wir haben ja miteinander ein Programm gehabt, das hat nicht Marzipan-Schmoren geheißen, sondern Kaiserschmoren geheißen. Das war ja sensationell. Kurze Geschichte, wir haben das, Wilfried und ich, eine Lesung. Wir machen eine Lesung. Der Heinz kommt mit der Ziehharmonika, begleiten und so weiter. Und wir haben den ersten Teil hinter uns gebracht. Der Wilfried hat sich da mit Lederhosen, mit allen möglichen ausgestattet. Und er hat nicht so ins Ding reingefunden, also nicht so in die Spur, er war unzufrieden. Der Heinz und ich sind umgestanden hinter der Bühne und der Wilfried komplett unzufrieden. Das darf man nicht, ich bin komplett scheiße. Na, Wilfried, bist nicht. Seine Frau, die Marina, kam rein. Wilfried, du bist scheiße! Wir haben ihn beruhigen wollen, die Marina kommt rein. Du bist total schlecht. Dann hat er sich alles, die Jacke ausgezogen, Krawatte weg und so weiter. Und dann kam er so mit Leiberl raus. Und dann hat er abgeliefert. Und zum Schluss haben wir dann so eine Zugabe gehabt. Und ihr zwei seid miteinander auf der Bühne gesessen. Ihr habt Stanzeln gesungen oder irgend sowas. Und der Wilfried hat gesagt, das könnte man jetzt noch eine Stunde machen. Also wir könnten ein ganzes Programm mit ihm da füllen. Wie war deine Verbindung zum Wilfried oder wie bist du zu ihm überhaupt gekommen? Naja, ich war damals verheiratet mit der Lynn Kieran von den Rounder Girls und die hat beim Wilfried im Chor gesungen und da haben sie in Graz in einem Studio eine Platte aufgenommen. Die Revision zu das, die Rounder Girls. Genau. Und dann haben sie in Graz die Platte aufgenommen, die Gemma war das, glaube ich, wo er vorne mit dem Motorrad drauf ist. Und sie haben Chöre aufgenommen und ich habe meine Frau halt, weil ich den Führerschein hatte und sie nicht, mit in das Studio geführt und bin jetzt dort im Warteraum gesessen und habe denen beim Singen zugehört und habe mir gedacht, siehst du, da könnte man die Stimme noch singen und der Wilfried sieht mich dort sitzen und sagt, na dann sing's doch einfach. Also das ist so typisch Wilfried, na dann red, dann mach's. Ne? Und dann bin ich halt reingegangen und habe das gesungen und dann hat er gesagt, na dann sing doch gleich bei mir im Chor mit der Band. So hat eigentlich die Zusammenarbeit mit Wilfried angefangen. Genau. Achso, das hätte er noch reingehört. Ja, genau. Wir machen das jetzt sehr professionell. Nein, wir können das an und für sich kein Problem. Wir können das es ist ein Roman dekonstruiert. Nein, wir machen das jetzt so. Also, das ist eh noch kalt, oder? Das ist gewollt so gemacht, weil ich kann jetzt irgendeinen gescheiten Plätzchen daherreden. Alle Ruhe. Damit es da die Fülle kriegt. Es ist an und für sich nichts falsch drin ruhig. Dabei. Wir rühren das da drinnen. Ich hab dir so gespannt zugehört ja, da jetzt. Und der Franz hat mir, du machst da gerade einen Blödsinn, hat mir da so hergedeutet. Es passt schon, es geht schon gut. Man kann's, also bitte, man kann es entweder vorher das Eiweiß geben oder so wie ich gerade erfunden habe, nachher in der Pfanne. Es ist kein Problem, solange es nicht anbrennt. Gut. Ja. Ich würde sagen, ich konzentriere mich auf jetzt den Kaiserschmarrn. Wir haben das jetzt da reingegeben. Ja, zu den Schritten, wir haben jetzt genau. Wie gesagt, ja. Wir haben das Mehl dazugegeben, dann das Eiweiß, Eidotter, verrührt zum Schluss das Mehl, dann das Eiweiß. So, wir dann jetzt da ein bisschen machen einen Pfannenkaiserschmarrn. Wir rühren das ein bisschen und lassen den Kuchen jetzt so ein bisschen anbraten und dazwischen plaudern wir weiter. Genau. Auch noch etwas, weil ich vorher auf die Biografien eingegangen bin. Bei dir steht auch noch ein sehr schöner Satz. Zum Erwachsenwerden bin ich wahrscheinlich schon zu alt. Ja, das ist so irgendwie, das glaube ich, auf Facebook habe ich das so als Motto irgendwie und das Foto oder irgendwie, oder in einer
na, oder im Lebenslauf. Egal. Ja, das ist einfach ein Spruch, der hat mir total gut gefallen, weil ich glaube, egal was, wenn du Künstler bist, dann lernst du ja oft mit wenig auszukommen. Also das hat man oft so Phasen, wo man halt dann, sagen wir, manchmal 20 Euro noch im Geldbeutel hat und dann am nächsten Tag nur mehr Zähne und dann überlegt man sich halt, naja gut, dann gibt es halt heute Erdäpfeln. Und das ist aber trotzdem, also diese ganzen Sachen, die den heutigen Erwachsenen so wichtig sind, dass man halt das alles funktionieren muss und dass man rechtzeitig schauen muss, dass man es dann hat, wenn man es braucht. Das ist Kindern relativ wurscht. Und ich habe halt festgestellt, es lebt sich besser, wenn man mit dieser Einstellung durchs Leben geht. Es geht schon sehr alles aus. Wir leben da in Österreich. In Österreich, ja, es gibt natürlich arme Leute und die Armut wird immer größer, aber ich hatte nie das Gefühl, ich muss jetzt verhungern. Gut, ich bin auch nicht obdachlos, ja. Es gibt schon Probleme. Das will ich jetzt nicht kleinreden, aber es geht um die innere Einstellung. Wie gehe ich an eine Situation heran? Und da gefällt mir das halt, dieses einfach hingehen von den Kindern so gut. Und das habe ich versucht, mir zu erhalten. Genau. Deswegen würde ich eigentlich bis heute nicht erwachsen werden. In diesem alten, das innere Kind, ja, und dann gibt es viele Bücher und du kannst wieder in Kontakt treten mit deinem inneren Kind. Und ich habe jetzt versucht, den Kontakt gar nicht zu verlieren. Das ist, dieser Spruch ist schon so alt und jeder interpretiert es neu, weil mein Mitarbeiter von mir hat sich das darauf tätowieren lassen. Ja. Und zwar, der sagt, das ist ein Sido-Spruch. Sag ich, du, das hat nicht der Sido gesagt, das hat der Heinz auch schon gesagt. Wie geht der noch einmal irgendwie so mit, dein Kind in dir bewahren, bis deine Kinder darauf aufpassen oder so irgendwas. Also das hat Sido gesagt, aber es übernimmt man halt immer so weit. Also da sind viele Bauch einmal erwähnt, ich habe die Tätowierung da oben, dass einmal das erklärt ist. Mhm. Ja, ganz kurz, ihr zwei tretet auf am 7. August in der Vereinsmeier Bühne im Gasthausgarten. Ich hoffe, wir dürfen es machen. Aber ja. Man ist gnädig zu uns. Ja, ganz mit sicher. Was für ein Programm? So ein heißer Sommer. Angelehnt an einen Reinhard Fendrich, die Nummer bringen wir sicher. Okay. Und ich texte es aber sofort um, weil wenn es schifft wie schüttet, du wie aus Eimern, also, dann heißt es so ein nasser Sommer. Okay. Gut? Es kommt doch jetzt irgendwann im Mai, gibt es die verbrunzte Sofa, das darf man auch sagen, das sind die Eisheiligen. Die heißt bei uns in der Reckerwinkel, die nasse Sophie, verbrunzte Sofa. Egal. Das ist wienerisch. Ja. Das sagen wir halt einfach so. Das ist nasse Sophie. Das sind eigentlich die kalte Sophie. Nasse Sophie, sagt man. Meine Großmutter hat immer gesagt, also Dialekt. Alles, was meine Großmutter gesagt hat, ist reckerwinklerisch. Und da hat es immer geheißen, die verbrunzte Sofa. Also man kann das auch so sagen. Redet ihr noch richtig wienerisch? Kann man noch wienerisch reden? Lavoir, Trottoir, Dachhaus. Also, das ist ja vor allem der Heinz perfekte Beispiel für das Wienerische, weil es aus dem Französischen ist. Ja, aber der Dachhase, Der Dachhase. Kennt ihr den Dachhasen? Nein. Das ist aus der Türkenbelagerung. Aus der zweiten Türkenbelagerung. Karl Mustafa, zweite Türkenbelagerung, da haben wir Dachhase, war ein Kotz. Was gibt es heute zum Essen? Heute gibt es Dachhase. Das ist ein alter. Ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt mit diesen alten Wiener Ausdrücken. Es kommt aus der zweiten 1683 kommt es von dem aus. Findet man, habe ich erst kürzlich wieder wem gehört, der das gesagt hat. Der hat seinen Kotz doch was gesagt. Der Heinz ist ein echter Wiener. Ich habe immer nur am Rand gelebt. Nein, ein paar Mal hatte ich auch Adressen in Wien. Aber wie ich 1983 nach Burgersdorf gekommen bin, war ich ja nur in Wien drinnen. 83 war in Burgersdorf Tote Hose am Abend. Da haben sie in Gehsteig hochgelaubt, da gab es keinen Hauptplatz, gar nichts. Viele glauben, dass Burgersdorf schon Wien ist. Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Und viele warten auf die U-Bahn. Auf das warten schon seit 40 Jahren, dass die bis nach Burgersdorf fährt. Aber
die Sprachgrenzen zwischen den Orten an der Grenze zu Wien und Niederösterreich, das ist so fließend. Und wenn ich nach Kärnten oder Tirol fahre, sage ich, der Werner ist wieder da. Sage ich, ja, wenn du meinst, gut, aber ich bin eigentlich ein geborener Kremser, ein Wachauer. Stimmt auch nicht ganz, weil Krems gilt immer noch als der Wasserschädel vom Waldviertel, wo ich in meiner Jugend dauernd war. Und mit meiner ersten Band haben wir da oben fast jedes Wochenende gespielt, von Schmidtchenschleicher damals bis Smoke on the Water. Das war so. Du hast alles gespielt. Schreibt sie selber so. Lieder auch im Programm? Ja. Und selbst geschrieben. Ja. Von dir habe ich erst was gehört. Auf Facebook kann man nach, wenn man noch verlinken. Auf Facebook sehr aktiv. Ja. Ein eigenes Lied. Das hat mir gefallen. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber es hat mir gefallen. Ich habe einige schon dort beworben. Meinst du das vom Babyelefant vielleicht? Ja. Gell, genau. Da war der Babyelefant. Der Babyelefant, der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Es ist ja ganz einfach, wenn sich wirklich wer interessiert für unsere Lieder. Wir haben nur eigene Lieder auf unserer Webpage auf www.vorstadtcasanovas.at. Und die letzte Nummer, die neueste von uns, die heißt Blue. Angelehnt, weil ich sehr gerne Blues höre und Bluesrock und so weiter. In Bezug auf die momentane Zeitsituation, einfach einige anschauen, anhören. Wir haben ein Video gedreht und da kann man wunderbare Nummern hören und sie durchklicken auf unserem YouTube-Kanal. Der Heinzi hat Nummern, ich schreibe welche, wir arbeiten zusammen, Texte, alles so. Ist eine wunderbare Sache, wenn was Eigenes entsteht. Gut, viel schöner als beim YouTube-Kanal sind, meine Lieben. Wir bedanken uns auch dieses Mal wieder herzlichst bei unserem lieben Andreas Paul Strasser hinter der Kamera, beim Tom Niesner für den Ton. Die Nadja Pückler von der Nönn ist auch wieder da und macht Fotos, und natürlich bedanken wir uns bei Vienna Sound & Light für das Ton-Equipment. Habe ich noch irgendwie vergessen? Den Kaiserschmarrn reißen müssen wir jetzt. Das könnte man, wenn wir das vergessen, brennt er an. Der wie dir, der weg, das könnte sicher. Also das macht jetzt sicher gern abgedreht. Ist. Ja, eins habe ich natürlich auch noch vergessen. Lassen Sie uns bitte ein Abo da und ein Daumen hoch. Ja. Und falls es Ihnen nicht gefallen hat, bitte nicht vergessen, zweimal auf den Daumen runterdrücken. Ganz wichtig. Ja, genau. Und das ganz gern nehme ich da mit der Butter. Jetzt Butter rein. Jetzt gehen wir zum Schluss die Butter rein. Wir zerreißen ja jetzt ganz einfach. Die Geschichte vom Kaiserschmarrn kennt ihr. Ich bin halt so ein Belehrenkumpel. Ja, dann bin ich weiter. Das heißt, kennst du das? Nein. Angeblich ist der Kaiser Franz Josef oder die Sissi in die Kugel gekommen und wollte ein Palatschinken. Der Koch hat sie zerrissen und der wollte es wegschmeißen. Und der Kaiser oder die Sissi, gibt es verschiedene Versionen, hat gesagt, der Kaiserinnenschmarrn. Was machst du da? Genau, da haben sie nicht gendert, das war noch nicht so. Was machst du da für einen Schmarrn? Das ist sie. Drum gibt es einen Kaiserschmarrn. Gut, wir karamellisieren das dann noch schnell in Zucker, rühren das da. Kannst du mal noch umrühren. Ja, okay. Weil ich habe keinen Zucker reingegeben in den Teig, weil den holen wir sich dann oben drauf. Und der Marzipan-Sirup ist so zuckrig, schaut süß. Schaut fantastisch aus. So, und dann geben wir noch was dazu. Du hast aber Talent, muss ich sagen. Wieso? Ich weiß nicht, wie es geht. Das hast du schon gehört. Wollt ihr noch was dazu? Liegt euch was am Herzen? Ja, lieber Roli. Wir dürfen ja dir ein Liedchen bringen. Wir haben uns was überlegt, der Heinz und ich. Dadurch, muss ich mitsingen? Nein. Ich lasse das bleiben. Wir haben ein großes Glück. Zu zweit haben wir wunderbare Unterstützung von Franz Alexander Langer, der uns gesanglich und mit Keyboard unterstützt. Und es gibt ja in Wien die Form des Gstanzels und Dudelns. Also bei den Heurigen werden so Gstanzeln gesungen. Ja. Die haben damals die westlichen Bundesländer, die Tiroler und Salzburger, Salzkammergut-Leute nach Wien gebracht. Ja. Wir sind dadurch, dass wir keine Frauen sind, imitieren wir nur das
Dudeln unterscheidet sich vom Jodeln einfach dadurch, dass er musikalische... Das kommt vom Jodeln. Aber Der Dudler, das kommt auch von dem, das kommt drauf. Ach so. Und sie lebt nicht mehr, eine bekannte Dudlerin in Wien war die Trude Malli. Und heute ist eine tolle Protagonistin, die das immer wieder gerne auch da bringt, die Agnes Palmisano. Und wir haben für die jetzt einen richtigen Reckerwinkler-Wirtshaus-Stanzl-Dudler komponiert. Du meinst, es wird dann die Meierhymne werden? Es wird urig, urig, erdig und ehrlich. Das ist, wir haben heute schon geredet, im Bad Tischl, im Kantker Hofbeisel, das gibt es auch, weil im Bad Tischl wieder der Kaiser, wenn sie den Kaiser dort einmal ausschlachten, gibt es Bad Tischl bald nicht mehr. Und da wird wirklich in den Lokalen um 4 in der Früh die Kaiserhymne gespielt. Die deutschen Gäste freuen sich, weil alle die deutsche Hymne gespielt wird und dann sagt der Wirt, nein, das ist die Kaiserhymne. Also machen wir das dann mit der Hymne dann da. Nicht um 4, so lange bleibe ich nicht auf, bis um 2. Gut, dann werden wir das nachher machen. Ich zeige nochmal ganz schnell her, wir werden da noch was dazu machen. Wir haben da Balsamico-Erdbeeren, ein Erdbeerragout mit ein bisschen an Balsamico. Den können wir da so noch einmal schnell reingeben, also einen alten, süßen Balsamico. Ja. Wir werden das Rezept natürlich verlinken, wie das geht, so ein Erdbeereinkoch. Ja, dann werden wir eigentlich anrichten, würde ich sagen. Gebt mir eure Teller, Franz gebe ich auch einen Teller. So. Schauen wir das in die Mitte vielleicht so, dass man das mit der Kamera sieht. Einmal für dich. Danke. Einmal für dich. Das ist wie in der Schulkantine. Genau. So. Schaut nur besser aus. Ich nehme auch was. Es schaut immer, der Tom schaut hinten immer ganz aufs Essen, weil der will dann auch was. Aber wir haben noch genug. Und der Paul, die wollen auch mitessen. Und dazu werden wir noch ein paar Balsamico-Erdbeeren-Bums machen. So, bitteschön. So, und dann halten wir das alle einmal gemeinsam in die Kamera. Für den Franz wenig. Habe ich dir absichtlich weniger gegeben, oder? Willst du nicht viel? Vollkommen. Gut. So, mit diesem wunderbaren Gericht, mit diesen wunderbaren Bildern dürfen wir uns wieder von euch verabschieden. Danke fürs Kommen und danke fürs wieder Ansehen und danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken. Und wir hören euch jetzt noch auf der Vereinsmeierbühne. Mit der Meierhymne. Daram, tam, tam. Los geht's. Rolli der Wirt. Also meine lieben Zuseher, der Heinz Hieras und ich, der Gernot Ruschitzger, wir zwei von der Vorstadt Casanovas, haben heute eine tolle Unterstützung. Den Franz Alexander Langer am Keyboard. Wir bringen heute ein echtes, traditionelles Winkler Wirtshaus Gstanzellied. Und zwar das widmen wir dem Rolli, unseren Wirten. Bitte, meine Herren, fangen wir an. Deswegen geht auch der Dudler, den wir dann dudeln werden, Hollari di Rolio. Hollari di Rolio. Overla oder zu zweit, ob zu dritt oder zu viert, wenn wir wiederkommen dürfen, freut sich Rolli der Wirt. Ich bin bei Gott, kann ja vor einer essen, und eins kann er da sagen, beim Rolli schmeckt's besser, da schlagt sich gar nix am Mann. Das Gasthaus in Reckerwinkel, am super renoviert. Jetzt könnt ihr euch schon denken, es war der Rolli der Wirt. Wenn ich zum Rolli gehe, tut mir kein Fuß nicht weh. Wenn ich in die Arbeit gehen muss, dann ist aus mit meinem Fuß. Auf der Bühne beim Rolli, was haben wir für ein Glück? Da gibt's noch Corona wieder klasse Musik. Ein gescheites Essen und Trinken und eine klasse Musik. Wie schön, dass den Rolli gibt, was haben wir für ein Glück. Vittoria, 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 Vittoria.
Der Ruli hat einen Glotzen, wenn er juckt, tut er's kratzen. Und juckt ihm der Bauch, na dann kratzt er den auch. Für den Durst gibt's ein Bier und für die Schuhe gibt's ein Wichs. Für die Krankheit gibt's ein Pulver, nur für die Blödheit gibt's nix. Also ich hab heut so einen Schädel und mir ist schon nicht klar, dass aller Welt ein Föhn ist, wenn ich beim Rolli saufen war. Jetzt frage ich euch einmal, habt ihr es endlich kapiert, wer mein Lieblingswirt ist? Na, der Rolli, der Wirt. Mit Uli Ria, mit Uli Ria. Sag mal, Heinzi, du hast doch so schöne, anständige, klerikale Strophen. Würdest du uns die bitte darbieten? Ja, mache ich gerne. Es ist dann allerdings, sind halt klassische Stanzeln, österreichisches Kulturgut. Da geht es um die Liebe, um die Religion und um die Verdauung. Ja, hoch zu sein, auch einfach an. Bitte. Und der Pfarrer von Grinzing, der hat einen kleinen Winzing, einen halbsteifen Hut, aber steht nur der Rärm gut. Und der Pfarrer von Rom, ja, der kriegt ein Diplom, weil ein Pfarrer von Brixen erwischt hat beim Fernsehen. Pfarrer von Steyr, der hat gläserne Eier und wenn ihm die brechen, ja, dann nimmt er die Blechern. Und da drum auf dem Bergerl ist die Weltkugel rund, da vögeln zwei Pfarrer den Fleischhockerhund. Nackst hat's mich gerissen, ich steh auf und hab geschissen. Mein Fodern reißt's auch, er steht auf und scheißt auch. Und dann hat's mich wieder gerissen, ich steh auf und hab gespielt. Und mein Fodern reißt's auch, er steht auf und bleibt liegen. Oh. Und ich scheiß und ich scheiß und ich scheiß ohne End. Und jetzt scheiß ich auf Scheißen, weil so ein Schluck schon brennt.